Willkommen bei Opa Jochens Rezept. Wir produzieren heute Pastrami. Wir benötigen eine Rinderbrust. Die wird erst einmal trocken getupft und dann das überschüssige Fett entfernt. Pastrami kommt wohl aus dem Rumänischen, wo das Wort Pastrama so viel bedeutet wie geräuchertes, stark gewürztes Fleischstück. Jetzt wiegen wir das Fleischstück, um die Gewürze abzuwiegen. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Zuerst Pökelsalz. Dann Rohrzucker. Schwarzer Pfeffer. Und Koriander. Dies wird kurz in der Schlagmühle zerkleinert. Und noch Ingwer und Knoblauchgranulat. Dann werden die Gewürze vermischt. Wir geben das Fleisch auf ein Blech und drücken die Gewürzmischung ordentlich an. Dann noch die andere Seite. Und die Seiten nicht vergessen.
Jetzt kommt das Fleisch in einen Vakuumbeutel und die restliche Gewürzmischung kommt mit hinein. Es wird vakuumiert und kommt für 10 Tage in den Kühlschrank. Jeden Tag wird einmal gewendet. Nach 10 Tagen holen wir das Stück aus dem Beutel und spülen es ordentlich ab. Danach wird wieder trocken getupft und wir bereiten die zweite Gewürzmischung zu. Schwarzer Pfeffer. Koriandersaat. Thymian roter Pfeffer und Knoblauch. Jetzt wird wieder ordentlich vermischt und dann das Fleisch damit eingerieben. Und auch die andere Seite. Jetzt kann geräuchert werden. Wir verwenden ein Kernthermometer, um die Temperatur zu überwachen. Wir räuchern heiß bei 110 Grad bis zu einer Kerntemperatur von 68 Grad. Der Geruch ist schon einmal wunderbar. Dies hat ca. 3 Stunden gedauert. Das Stück ist fertig und kann aus dem Rauch. Wir lassen es abkühlen und es kommt für eine weitere Woche unter Vakuum in den Kühlschrank.
Und nun schauen wir uns schon mal den ersten Anschnitt an. Es schmeckt hervorragend, ist aber noch etwas fest. Also haben wir uns entschieden, es noch einmal zu garen. 3 Stunden bei 92 Grad sollten reichen. Nach dem Abkühlen nun der zweite Anschnitt. Jetzt ist es äußerst zart und sehr aromatisch. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, läutet die Glocke, alles, was ihr so von YouTube kennt. Vielen Dank fürs Zuschauen.